Tracy Chapman ist auf Deutschland-Tour. Manche kommen wegen ihrer Musik, manche wegen ihrer Botschaften. Die meisten vermutlich aus beiden Gründen. Für uns war Henriette de Maizière da. 1, 2, 3, 4. Im Tempodrom hat sie schon begonnen. Our bright future. Unsere leuchtende Zukunft. Für Tracy Chapman, die politische Songpoetin, ist der Wahlerfolg von Obama zum Beispiel ein Signal für eine mögliche leuchtende Zukunft. Ich bin wirklich stolz darauf, was in Amerika passiert ist bei der letzten Wahl. Ich glaube, dass es zeigt, dass wir dazu in der Lage sind, einige der Ideale, für die Amerika steht, zu erfüllen. Vor 20 Jahren sang sie von der Revolution. Der Auftritt beim legendären Konzert zu Ehren von Nelson Mandela im Londoner Wembley Stadion war ihr Durchbruch. It changed my life in a major way. Es änderte mein Leben in einem gravierenden Maße. Ich hatte gerade die Uni verlassen, einige Jahre vorher, meine erste Platte kam raus und ich war da mittendrin. Vor einem internationalen Publikum zu spielen und dann um die Welt zu reisen, war wirklich eine Riesenveränderung. Fühlt sie sich selbst als so etwas wie das soziale Gewissen Amerikas? Nein, nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich schreibe und spreche nur über Dinge, die mich interessieren und die mich betreffen. Und dann hoffe ich, dass es andere Leute auch interessiert und möglicherweise kommt es dadurch zu einem Dialog und man findet Lösungen und kommt zu Veränderungen, die wir uns alle so wünschen. Die 44-Jährige schreibt alle ihre Songs selber, so auch die der neuen CD. Es sind zumeist leise und sensible Songs. Eines der wundervollen Dinge an Musik ist, dass sie offen ist für Interpretationen. Und die Menschen können sie in ihr Leben lassen und für sich persönlich interpretieren. Our Bright Future, vielleicht Tracy Chapmans intensivstes Album. Auf jeden Fall ist es das Album zum Zeitenwechsel in den USA. Aber kein Wetterwechsel in Deutschland.